So, meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, Children of all ages, ich wechsle mal ins richtige Bild. Wir sind immer noch bei Space Quest 5. Ich habe den Leuten schon gesagt, ich weiß nicht, ob wir in dieser Aufnahmesession fertig werden. Mit dem Punktestand kann man sich ungefähr orientieren, das passt ganz gut. Das heißt, wir haben also noch nicht die Hälfte. Wir gucken aber mal. So, jetzt wird es total lustig. Jetzt Schenkelklopfhumor. Jetzt weckt euren inneren Mario Bart. Jetzt wird's geil. Also ihr habt ja schon, es haben Leute ja festgestellt, dass das Ding unglaublich viele Popkulturreferenzen hat, die natürlich im Jahre 2024 überhaupt keinen Sinn mehr haben. Und jetzt wird's gut. So, wir brauchen einen Kurs. Wir fliegen jetzt zu einem Kloakenplaneten. Und jetzt wollt ihr den Kurs wissen, ne? Jetzt wird's total lustig. Es gibt Witze, die sind gar nicht überaltet. Überhaupt nicht. Also. So, wir brauchen mal wieder Geschwindigkeit. So, aber bitte Lightspeed. So, mal gucken, wann trudeln wir ein? Das ist der schnellste Staubsauger der Welt, ja. Also wahrscheinlich könntest du ihn bei QVC ganz toll noch kriegen. Moment, halt, jetzt habe ich selber Werbung gemacht. Stopp. Ich habe ja so einen Werbecounter. Moment. So, wir sind da. Gut. So, normale Geschwindigkeit. Das ist komisch, ich kann kein Müllsignal auffangen. Vielleicht sollten wir der Sache auf den Grund gehen. Um näher zu kommen, könnte ich auf die Umlaufbahn bringen, Kapitän. Das machen wir auch. Okay, das gab Pönches, dann ist das schon mal gut. So, du bist doch unser Kommunikationsoffizier, ne? Ich rufe an, Sir. Die SC Goliath antwortet, Sir, bring es auf den Bildschirm. Ist hoffentlich wichtig, Wilco. Wir wurden nach Omo 2 beordert, um Müll abzuholen. Als wir dort ankamen, hat jedoch nirgends eine Müllfähre auf uns gewartet. Die Kolonie hat unsere Anrufe nicht beantwortet. Du willst einen prioritären Kommunikationskreislauf, um mir das zu erzählen? Ich bin gerade mit der Bergung einer Landungsfähre beschäftigt. Sir, ich dachte, es könnte wichtig sein. Du sollst nicht denken, Wilco, du wirst für das Denken bezahlt. Du wirst nicht für das Denken bezahlt, sondern für den Müll, den du aufsammelst. Jetzt mach die, dass du von der Frequenz verschwindest, du Dussel. Oh, jetzt hat er es mir aber wieder gezeigt. Aber was ist mit der Kolonie? Zum Teufel mit der Kolonie, ist wahrscheinlich nur eine Parabolantenne, die nicht richtig funktioniert. Schau doch selbst nach, wenn du so besorgt bist. Ich glaube, das sollten wir tun. Jetzt mach, dass du von der Frequenz verschwindest, oder das Einzige, was du in Zukunft kommandieren wirst, ist der Dummfrachter auf Uranus, Wilco. Ja, und bevor ihr wisst, im Englischen macht das noch ein witzig, natürlich lustiger wird das übrigens nochmal ein Sprint-Logo. Quark ist ein echter Charmeur, nicht wahr? Er ist toll. Ich mag ihn. Was ich jetzt sagen würde, im Englischen macht ja Uranus noch mehr Sinn, ne? Weil your anus. Ne? Im Deutsch funktioniert ja nicht so, aber... So, gut. Er hat gesagt, wir können machen, was wir wollen, dann machen wir das auch. So. Das heißt, wir können selber beamen, ne? Mal Ellen. Alter, das kommt mir verdächtig vor. Ich kann deshalb mit. Ich treffe sie im Transporterraum, Kapitän. Wieso will er denn mitmachen?
Ja, das hätte ich jetzt nicht erwartet, aber. So. Ich will aber trotzdem erstmal speichern. 90, 210. Ah, ich bin so kreativ. So. Dann geh da mal hin. Soll ich eigentlich ihn hier da lassen? Ich schleppe den gerade die ganze Zeit mit. Ich nehme ihn einfach mal mit. Ich lege den kleinen Spiky jetzt besser zurück. Okay, gut, das macht er automatisch. Okay, alles klar. Energie! Okay. Dieser Planet sieht gefährlich aus, Kapitän. Am besten trennen wir uns. Dann können wir ein größeres Gebiet erforschen. Ist das nicht eigentlich völlig kontraproduktiv? Glaubst du nicht, es wäre besser, zusammenzubleiben? Nur wenn Sie vorher schnell Ihre Garderobe wechseln, Sir. Jetzt ist wirklich nicht die Zeit, Modeberater zu spielen, Sabber. Es geht um Ihr Hemd. Es ist so, nun ja, rot. Sir, es bringt Unglück. Als ob einem Redshirt was passieren würde. Ich begrüße mal den High Retagon Lord, der übrigens der Redshirt unter den Moderatoren hier ist. So. Aber wollen wir mal. Können wir da einfach runtergehen? Ich gehe einfach mal runter. Was soll schon passieren? Was soll schon bei Star Trek irgendjemand passieren, der rot trägt? Okay. Da ist irgendwas. Okay. Wer bist du denn? Also nein, du bist aber hässlich. Vor langer Zeit war ich auch mal so hässlich wie du, aber jetzt schau mich an! Zombie? Vielleicht kann ich ja in eine Schönheit wie mich verwandeln, ne? Versuche nur meinen tödlichen Schleimbeutel auszuweichen, Jungchen! Weißt du, für einen Ausschlag in deinem Gesicht würde es mal mit Hämorrhoidensalbe versuchen. Und jetzt runter von mir! Okay. Gute Reflexe, versuch das nächste Mal doch einfach dich zu ducken. Herzlich willkommen bei die nächste Mutation. Okay. Wir haben mal wieder einen Tod. Ich freue mich. Ich freue mich. So. So, das macht er ja selber. Ist ja nicht viel passiert. Ja, schön. Okay. Das heißt, wir haben jetzt so ein Minispiel, wo ich jetzt aufpassen muss, wo die Spucke hinkommt, oder was? Voll geil. Voll geil. Wäre natürlich schön, wenn man das mit Tastatur machen könnte, aber wahrscheinlich geht das wieder nicht. So. Der Gen-Zombie. Oh, komm, wir machen eine Kreatur. Wir machen den. Genom.
B. Das ist so semi-lustig, ne? Aber komm. Wir machen eine Mischung aus Genom und Zombie, komm. Kann der Herr Röttingblatt gleich mich wieder bestrafen, wie schon angedroht. So. So. Okay. Ich habe das gerade links gemacht, jetzt war es rechts. Ist das random? Ich freue mich. Ich freue mich. Weil Spaß. So. Hä? Ich verstehe das nicht. Wieso sterbe ich denn? Ich meine, ich weiß, warum ich sterbe, aber... Wie macht man das denn richtig? Mache ich das zu früh? Ah, halten! Okay. Okay, das wird ein Massentod. Nochmal ein Tod. Ich hole heftig auf. Ist doch Quatsch! Mach ich das zu früh? Was ist denn das für eine Scheiße? Hol heftig auf. Verstehe ich das nicht? Also ich würde sagen, das ist total random. Woran kann man das denn erkennen? Okay. Ja. Tod Nummer 8 übrigens. Es wird schon total lustig. So. Ist das wirklich einfach nur das Problem der Reflexe? Dass ich das zu früh mache. Kiran, ein wunderschön. Du kommst gerade zum Massensterben. Der Kiran weiß, was gut für ihn ist. So, also. So. Okay, das war's. Also ich war tatsächlich immer zu früh. Also jetzt bei dem Schuss und so. Guter Schuss, Old Shatterhand. Ich hab schon gedacht, ich wäre Hunterfutter. Hey, das ist ja ein richtiger fescher Kerl. Ich kundschafte die Gegend am besten noch ein bisschen aus. Vielleicht finde ich ja noch mehr von diesen Kreaturen zum Wegpusten. Ich treffe sie auf dem Schiff. Ich habe
damit. Er macht eine Art Metamorphose durch. Ah. Danke, ich bin erlöst. Ist das bis jetzt tot? Hätt's mich nie anspucken sollen. Was ist hier geschehen? Die gesamte Kolonie mutiert. Schlechte Suppe. Geheimer Pfad. Über die Hügelkette. Ah! Was für ein Wischwasch. Bumm. Okay. Speichern. Nie wieder spucken. Der Spuckmeister 2024. So. Ich bin gerade, nur damit ihr das gerade mitkriegt, ich bin an dieser Stelle 9-mal gestorben. In Folge. Macht das Spaß? Ja. Jetzt sieht aus wie Captain Picard. Vielleicht kann ja eigentlich auch hinkommen. Den gab es ja zu der Zeit auch schon. Wer weiß. So. Also. Achso, da liegt doch was. Okay. Okay, auf dem Stück Papier steht etwas geschrieben. 80869. Ist das eine der Koordinaten? Bitte, ist das der schlechte Witz? Admin an den Monitor kleben? Nice, natürlich. Okay. Persönliches Logbuch. Harry Carey, Verwalter der Kolonie Omo 2. Sterndatum 30.12.68. Seltsame Dinge sind seit dem letzten Besuch der Goliath hier in der Kolonie geschehen. Ein kleines Forschungsteam wird schon seit einer Woche vermisst und es hat Berichte gegeben, dass fremdartige Wesen die Badlands unsicher machen. Kein Zweifel, dass es sich hier um die Wahnvorstellung der etwas fantasievolleren Siedler handelt. Das Ausbleiben des Forschungsteams beunruhigt mich jedoch. Persönliches Logbuch, Sterndatum 30.15.68. Ich mache mir immer größere Sorgen. Der Suchtrupp, der ausgeschickt wurde, um Näheres über das Schicksal des Forschungsteams zu erfahren, hat sich schon seit über 50 Stunden nicht mehr gemeldet. Die Angst, die von weiteren wilden Gerüchten über die Wesen geschürt wird, schlägt langsam in Panik um. Persönliches Logbuch, Sterndatum 30.16.68. Gott helfe uns! Eine Bande der schrecklichen Wesen hat die Kolonie letzte Nacht angegriffen. Nur wenige von uns sind dem Blutbad entronnen. Und ich bin leicht verletzt worden. Es besteht kein Zweifel, dass die Kreaturen intelligent sind. Und sie scheinen sogar ein rudimentäres technologisches Verständnis zu haben. Sie haben Besitz von der Landungssphäre, unserem einzigen Fluchtmittel, ergriffen. Mit meinem persönlichen Losungswort habe ich die Kolonie abgeriegelt, sodass die Kreaturen nicht mehr länger in die unbeschädigten Gebäude eindringen können. Persönliches Logbuch, Sterndatum 30.17.68. Ich kämpfe mit dem Tod. Meine Wunde brennt wie Feuer. Vor einer Stunde sind die Kreaturen in der Landungssphäre der Kolonie gestartet. Ich kann mir die Tatsache nicht erklären, dass sie gewusst haben, wie die Fähre funktioniert. Ich bin jetzt ganz allein auf diesem Planeten und sterbe. Hoffentlich. Ich habe einen schrecklichen Verdacht in Bezug auf das Schicksal der anderen Siedler. Ende. Weiter gibt's nichts, ne? Ja. Okay. Okay. Torti, ein wunderschön. Satatio Mortis. Ah. So. Gucken, was haben wir denn noch auf diesem tollen Planeten?
Genau, da wollte ich hin. Ein verdächtig aussehender Gegenstand, den du von deiner momentanen Position... Ja gut, dann geh doch halt näher hin. Gehst du da hin? Muss ich anders gehen? Nee. Nee. Hä? Moment, wie komme ich denn da hin? Habe ich den Gag irgendwie nicht verstanden? Weitergehen? Nö. Gibt's hier noch irgendwo einen Weg? Ich meine, ich muss da mit Sicherheit hin. Das ist mir schon klar. Gibt's nicht. Ja, da komme ich doch auch nur dahin. Hä? Kann doch noch wieder nicht hingehen, oder? Wie kann ich denn da hin? Da unten geht's auch nicht weiter, ne? Nee. Nee, also bleibt eigentlich nur wirklich der Weg hier. Da vielleicht noch irgendwie weiter oben gehen? Da geht er nicht hin. Komme ich da auch wieder nur da zurück, oder nicht? Hallo? Moment. Jetzt muss ich mal eben nachgucken. Was ist das denn für ein Gag?
Okay, wir sind also ungefähr beim Lösung, sind wir jetzt ungefähr bei Minute 90 von 160. So. So, jetzt will ich trotzdem wissen, welchen Weg er da geht. Da, er guckt sie die Flasche an. Okay, der hat auch Schwierigkeiten, da hinzukommen. Okay, das ist super. Das ist okay. Sind wir also nicht ganz doof? Der sucht gerade auch ab. Haha. Er hat die gleichen Schwierigkeiten. Das ist doch schön. Aha. Aha. Also meine Idee war gar nicht so schlecht. Es ist und bleibt Space Quest. Es ist und bleibt Space Quest. Komm, geh rein, Rog. Was ist denn jetzt? Warum willst du jetzt wieder nicht? Roger. Alter, der macht mich wahnsinnig. Der macht mich wahnsinnig. Roger! Du Vollidiot, was soll das denn? Ja. Okay. Vielleicht habe ich wieder irgendeinen Blödsinn gemacht, den ich hätte nicht tun sollen. Egal. So. Nee, das muss auch nicht weiterhelfen. Oh. Also hier ist das. Wie schon angedroht. Sofern Roger will. Und Roger will im Augenblick nicht. Jetzt geht er wieder runter. Ey, ich flipp aus. Was ist denn jetzt hier wieder für ein Quark? Uns jetzt. Ah, warum geht denn das nicht? Ich guck noch mal. Ja, dann muss der erst das Ding sehen. So, also, der geht ganz normal raus. Und dann guckt er sich das Ding an.
Okay, wahrscheinlich müssen wir uns erst das Ding angucken, um dann einen Weg zu finden. Boah, ist das Logik. So, irgendwann nochmal die Geschwindigkeit. Boah, es ist ja... Also jetzt ist ja, das ist ja... Aber pure Unterhaltung. Alter. So. Mal wieder zurück. Dann müsste er hier hingehen. Hoffe ich. Bitte was? Alter. Willst du mich verkackeiern? Oh. So, der versucht auch da... Ja, das ist doch... Was soll denn der Scheiß, ey? So, der kann ja auch nicht her. So, wieder das hängt. Das Problem hat er auch. So, da kommt er überall nicht hin. Ist das ein Blödsinn? Okay. Okay, ich habe die Stelle gesehen. Mal gucken. Mal gucken, ob es richtig war. Yes! Boah, was für eine Kacke! Genetics Ursuppe. Also, Dynamics ist ja der Release-Partner, ne? Daher Genetics. Der Kanister trägt die Aufschrift Ursuppe und das Markenzeichen der Forschungsgesellschaft Genetics. Eine kleine Aufschrift auf dem Boden sagt mit pompösen Worten: Biogefahr! Teratogene Substanz. Nicht direkten Sonnenlicht, Luft oder Wasser aussetzen. Nicht einatmen, nicht einnehmen, einatmen oder mit der Haut in Berührung bringen. Noch ein nettes Produkt von der Genetics Forschungsgesellschaft 41666 Sektor G6. Ah, damit ich dann Bescheid weiß. Ah. Ah. Wir haben's. Wir haben's, ich will hier weg. Ich will hier weg. Ich will hier weg. Jetzt kann ich doch mal Kirk spielen. Das nützt dir jetzt nichts? Wie? Wie, das nützt uns nichts? Was willst du von mir? Wieso nützt uns das nichts?
Okay, er hat die gleichen Probleme. Okay, also ist schon schön, er hat die gleichen Probleme. Siehst du, der kommt auf. Ah! Okay. Scheint tatsächlich pixelgenau zu sein. Tatsächlich. Das ist die Horika. Sprechen Sie, Captain Wilco? Eine Person transportbereit, Flo. Großartig. Wo doch gerade dabei waren. Es war mir hier oben ein bisschen gemütlich zu machen. Spaß mit dem Transporter. Ich freue mich. Wir haben's. Alter, ist das eine Scheiße. Schlimm. Ah, ihr seid froh, dass ihr das nicht zocken müsst. Meine Güte, ey. So, egal, das haben wir fertig. Ich fange ein schwaches Signal auf der Notfrequenz auf, Captain. Ich bringe es auf den Bildschirm. Wait, wait, das ist die SCS Goliath, Schiffe der Konföderation in Reichweite, bitte kommen! SCS Goliath, wiederhole, wir werden angegriffen! Sie sind durch! Fährendock, eingedrungen! Und wieder Sprint. Es tut mir leid, Sir. Ich habe die Übersendung verloren. Die Nachricht war zu kurz, um ihren genauen Ursprungsort auszumachen. Ich habe den Ort jedoch auf der Gegend um Trakus einschränken können. In der Zwischenzeit auf der SCS Goliath. Alles top in Ordnung. So. Ja, ich zock das gerne für euch. So, das haben wir. So. Nach Trakus müssen wir. So, ich guck wieder. So. Okay, wir haben da die Codes. Achso, Blödsinn. Quatsch, ABS, ich bin auch fertig. Kurs eingeben. So, das ist jetzt 532 84. Mal gucken, was jetzt für ein Mist kommt. Euer Ionensturm, der kommt gleich auch noch. Der kommt gleich auch noch. Freue ich mich ganz besonders drauf. Ich glaube, da kommt nämlich auch wieder irgend so ein ganz beklopptes, beschissenes Minispiel. Ah. Laikwalaf, wunderschön. Jetzt geht's auf. Der Laikwalaf ist da und endlich geht's aufwärts. Ich kann übrigens auch noch mal kurz sagen, für die Mann, das hat Spaß, nicht wahr, Captain? Geht so. Es ist danach Gott sei Dank nur noch ein Teil. Und ich habe schon gesagt, der nächste Marathon wird ein bisschen mehr Piano. Der wird vielleicht dem einen oder anderen nicht so zusagen, weil ich den ein bisschen easier mache, weil wir da schon eine Menge Sachen haben, die wir schon durch hatten. Aber ihr glaubt gar nicht, wenn ich solche Spiele spiele, was ich für drei Kreuze mache, dass man da durch ist. Alter, ist das eine... Ja. So, Vollgas.
Ah. Ich werde übrigens tatsächlich also den nächsten Marathon erst spoilen, wenn wir mit Space Quest 6 durch sind. Das sage ich auch schon mal. Aber es gibt da wahrscheinlich schon Leute, die das ganz gut erraten können. Darauf den nächsten Marathon, das kann ich dann auch schon verraten, da wird es dann auch wieder Sierra. Und ich habe mich überreden lassen vom Alex aus München. Fühl dich hier gegrüßt, falls du das nachsiehst. Ja, wir werden einem kleinen Freizeitanzugsträger eine gewisse Chance geben. So, das ist aber der übernächste. So, normale Geschwindigkeit und Standardorbit. So, dann gucken wir mal, was da passiert. Kein Zeichen von der Goliath, Kapitän. Ich fange jedoch von der Oberfläche des Planeten ein Peilungssignal von einer Rettungssphäre auf. Ja, Standardorbit. Da sind übrigens schon eure Asteroiden. Ach du Scheiße. Okay. Ich glaube, jetzt kommt das. So, hier müssen wir die Welt retten. So, das ist der Transporterraum. Ich glaube, da bin ich falsch, ne? Oder? Andere Seite? Dann geht's gar nicht weiter, ne? Oder nee, das ist der doch, ne? Ich brauch mal... Nee, das ist er nicht. Das ist er nicht. Ich bin hier falsch. Das brauchen wir auch noch. Aber... Der hat's drauf. So. Hier? Ah, okay. Ja, mach doch. Das hilft auch nicht weiter. Doch, das ist aber das Ding, was ich so... Genau, da müssen wir hin. Alles klar. So. So. Da sind wir. So. Nicht hier. Okay, da habe ich irgendwas eingesammelt, was toll ist. Haha! Astro Chicken! Ja, das war, glaube ich, das Easter Egg. Da konnte ich mich, glaube ich, noch dran erinnern. So. Ja, ich kann auch nur sagen, das Raumschiff ist größer, als ich es erwartet habe. Aber es kommt ja nicht auf die Größe an, ihr wisst das ja. So, das haben wir, das haben wir. So, ist da noch was? Ah, das war gut. Das ist die Maske, ne? Die Maske brauchen wir. Okay, das ist schon mal gut. Das ist gut. So.
hiermit. Ist das das Control Panel? Notüberschreibungskontrollen für das Schleusentor. Okay, das ist, glaube ich, das, was wir brauchen. Ich glaube, wir müssen das öffnen. So. So. Okay. Das ist jetzt nur für die Maske oder was, ne? Weil die Maske brauchen wir auf jeden Fall. Ich glaube, das war der Gag. War das nur für die Maske? Okay, okay, okay. Weil ich kann euch verraten. Ach so. Okay. Okay. Vor dem Beamen oder was? Jetzt aufsetzen oder wie? Weil ich glaube, sonst ist man nämlich wieder mausetot. Aber hier muss ich die doch aufsetzen, oder nicht? Ich bin doch sonst tot. Okay, doch. Jetzt geht's. Okay, jetzt beamt er automatisch. Okay, das sieht kacke aus. Das sieht kacke aus. Giftplanet. So. Ach, jetzt geht wieder das los. Ach Gott, jetzt muss ich wieder... So, und dann zurück, oder was? So, und dann hier hin, ne? Weil ich muss ja dahin. Würdest du mal? Ach, da geht's lang. Okay, alles klar. Okay. So. Hat das wehgetan? Es sah äußerst schmerzhaft aus. Wir sind ja Masochist oder geistesschwach. Aber da kann man nicht sterben. Das ist ja wieder bescheuert. So, okay. Was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Okay. Das war besser. Okay. Das war okay. Okay. Verpasst er mir jetzt immer noch eins? Ja. Okay. Okay. Da muss also auf diesem Planeten noch ein bisschen mehr los sein. Okay. Dahin? Nee. Gibt's denn hier noch überhaupt noch einen Weg? Nö.
gucken. Gibt's da hinten noch was? Also ich muss schon sagen, das Labyrinth gefällt mir total. Bitte mehr davon. Naja, da komme ich da auch nicht hin. Gibt's denn hier überhaupt noch einen Weg? Nee. Was soll ich denn dann hier? Ja, dann müssen wir wieder in unser Lieblingsvideo gucken. Mein Gott, ey. Ist auch so geil, ey. Da kommst du ja nicht mal weiter, ey. So, da ist er. Ah. Logik. Ist ein Sierra-Game. Wo, nur weil da kein Weg ist, heißt ja nicht, dass man da nicht lang gehen kann. Ja! Helfen Sie mir, Roger, ich rutsche ab. Wenn Sie nur noch etwas hätten, an dem ich mich festhalten könnte. Noch kann ich nichts machen. Oh, diese Kotzoiden-Mutanten haben mich gefunden. Unternehmen Sie was, Roger. Ah! So. Geben Sie mir Ihre Hand oder so, dann kann ich über Sie klettern und Sie mit mir hochziehen. So. Wahrscheinlich den Mantel, ne? So, ich ist noch Cutscene, ne? Nee, doch, ist, ich muss, jetzt muss ich mich retten, oder was? Kann ich warpen? Flo, sagen Sie Cliffy, er soll uns heraustransportieren. Er wird etwas Zeit brauchen, um die Transportkoordinaten neu zu kalibrieren, Kapitän. Halten Sie noch ein paar Minuten durch. Ich habe im Moment ja wohl nichts anderes zu tun. Oh, Cliffy sagt, dass Ihre momentane Position außerhalb des Funktionsbereiches der Transporterstrahlen liegt. Ein paar Meter von Ihnen entfernt befindet sich eine Lichtung. Können Sie diese Position erreichen? Habe ich denn eine Wahl? Nee, Heureka Ende. Wie komme ich jetzt dahin? Ja. Ah, das sieht doch gut aus. Also Story. Okay, alles klar. Das war knapp. Oh, es tut mir leid, dass ich da unten auf dem Planeten versucht habe, Sie abzumurksen, Kapitän Wilco. Ich habe Sie für einen der Kotzoiden gehalten.
Kann man auch schnell verwechseln. Nennen Sie mich Roger und machen sich darüber keine Gedanken mehr. Jetzt kommt die Love Story übrigens. Romance sozusagen. Ich glaube nicht, dass ich das hier überstanden werde, Roger. Einer dieser Schweinehunde hat mich mit der schrecklichen Ursuppe erwischt. Seien Sie unbesorgt, wir werden Sie schon wieder hinkriegen. Es muss noch ein Gegenmittel geben. Ich fürchte nicht. Das Einzige, was Sie tun können, die Mutation hinauszuzögern, indem Sie mich in einen Kryotiefschlaf versetzen. Beatrice, Sie wollen, dass ich Sie einfriere, gerade jetzt, wo wir angefangen haben, uns so gut zu verstehen? Ich muss zugeben, Roger, als ich Sie zum ersten Mal in der Akademie sah, habe ich Sie für ein Rindviech gehalten. Aber Sie haben mir jetzt bewiesen, dass Sie ganz in Ordnung sind. Vielleicht sogar mehr als ganz in Ordnung. Dafür haben wir aber jetzt ja keine Zeit. Ich werde die Sache wahrscheinlich nicht überleben. Und die Kotzoiden müssen aufgehalten werden, bevor sie die ganze Sternenföderation verseuchen. Aber wie? Die Goliath ist wahrscheinlich schon Parallax-Sekunden von hier entfernt. Wir werden sie nie von ihrer Ankunft auf Starkhorn einholen. Ohne das Ding da werden sie nicht weit kommen. Es ist der Zündverteilerhaube der Goliath. Bea, Sie sind ein Genie. Ich weiß. Uah. Schaffen Sie mich jetzt in die Kryokammer, schnell. Was zum? Wer ist denn das, Captain? Botschafterin Schlankmeister. Sie ist von der Goliath entkommen, deren gesamte Besatzung von einer Ursuppe verseucht worden und verwandelt in grässliche Kotzoiden-Mutanten. Wir müssen sie stabilisieren, bevor sie selbst zu einem Kotzoiden verwandelt. Was soll ich tun? Ich bin Maschinist, kein Doktor, Kapitän. Unternehmen Sie aber besser schnell etwas. Sieht schon ganz grün im Kehlappen aus. So, jetzt können wir noch bestimmt Mist machen. Sollen wir mal versuchen? Ach komm, grüßen wir den guten alten Kryo. Ne? Kryo und seine YouTube-Karriere ist der Kryo-Schlaf. Er freut sich, dass ich den Witz mache. Grüße nach Frankfurt. So. Dann wollen wir mal. So, sie da rein. Ich mache jetzt erstmal Mist, glaube ich. Ja, das weiß ich. Ja, aber warte doch. Was will er denn wieder? Ja, habe ich jetzt auch vor. Erst hier öffnen. Okay. Und dann sie da reinpacken. Ja, aber wie kann ich denn... Kann ich da so das Panel benutzen? Wo ist denn das Ding? Ah, okay. Kochen! Das ist bestimmt eine tolle Idee. Bea ist tot. In einer anderen Zukunft hätte sie dir einen Sohn geboren. In der vergangenen Zukunft von Stasis 5 hätte dein Sohn dir das Leben gerettet. Sie hat aber nicht und damit konnte er nicht und somit bist du nicht. Time Paradox. Of course. So. Okay. So, da rein. So.
So, es müsste 10 Sekunden müsste reichen. Bea ist erfolgreich in Tiefschloss versetzt worden. Obwohl der Mutationsprozess verlangsamt worden ist, ist sie jedoch noch lange nicht über den Berg. So. Und jetzt rein da, ne? Du willst die Kamera jetzt noch nicht schließen? Du musst uns das glauben. Hä? Nee. Nein! Was soll denn der Scheiß jetzt wieder? Ach, das ist doch ein Kack. Oh. Heute schaffen sie mich. Also heute ist... Heute ist aber echt Sierra Hate. Mein Gott. So. So. Das haben wir. 10 Sekunden, Kryofrost. Wumm. So. So. Das haben wir. So. Ich glaube, jetzt geht's langsam Richtung Endkampf. Und der ist lang und nervig. So. Wir haben die Goliath gefunden, Sir. Oder besser gesagt, sie hat uns gefunden. Die Goliath nähert sich mit hoher Geschwindigkeit. Sie macht ihren Torpedoschuss bereit. Okay. Okay, warten. Da ist er. Sie haben uns aufgeschossen. Das weiß ich. Die mögen uns auch nicht. Du hast eine scharfe Beobachtungsgabe, Flo. Nun, sitzt ihr doch nicht da einfach so. Captain, unternehmen Sie etwas. Sie kommt wieder auf uns zu. So. Okay. Ich suche was anderes. Ah, das ist richtig. Aber Sir, das würde uns direkt ins Asteroidenfeld führen. Das wäre Selbstmord. So, da müssen wir hin. Okay, lass uns den so gut wie sicheren Tod im Asteroidenfeld entgegengehen. Auf geht's. Das ist der richtige Weg übrigens. Wir werden von der Goliath angerufen, Kapitän. Ich bringe es auf den Schirm. Wieder einmal hallo, Wilco, du unbedeutender kleiner Pickel auf dem Hinterteil der Menschheit. Da wir gerade von Mitessern sprechen, Quark, du hast noch nie besser ausgesehen. Ha, du Einfallspinsel, du hast ja gar keine Ahnung, mit wem du das hier zu tun hast. Ich werde die ganze Galaxie versudeln, angefangen mit Starkon. Nicht solange ich am Leben bin. Klassischer Satz. Ha, dein winziges Schiff stellt keine Gefahr für die Goliath dar. Au revoir, Besenreiter. Wenn wir uns das nächste Mal treffen, wirst du nicht so viel Glück haben. Nochmal Sprint. Nochmal eine Tüte Werbung.
Kapitän, ich muss draußen noch den Schaden reparieren, der durch den Angriff der Goliath verursacht wurde. Sie können mit mir auf Audio durch die Kommverbindung in meinem Druckanzug im Kontakt bleiben. Sei vorsichtig, Cliffy. Jawohl. Sir, Vorbereitungen zum Verlassen des Schleusentors abgeschlossen. Stimmt, so war das, ne? Ich bin jetzt auf dem Weg zur Backbord-Höhenflosse. Geschafft! Das wird noch eine Minute dauern. Ich muss noch ein paar geringfügige Einstellungen vornehmen. Hoch! Okay, Captain. Alles wieder in Ordnung. Ich komme zurück! Oder auch nicht. Genau. Sagen Sie mal, Kapitän, sehe ich Gespenster oder ist der Gentleman dann draußen im All mit dem entsetzten Gesichtsausdruck herumschwören? Unser Hauptmaschinist. Das ist unser Hauptmaschinist. Und den müssen wir jetzt reinholen. Pod 2. So, muss ich noch irgendwo hinfliegen oder kann ich direkt da hin machen? Ja, stimmt. Jetzt kommt das Minigame, was ich meine. Ihr habt doch Spaß, ne? Ihr seid doch, ihr liebt es doch einfach, Spaß zu haben, ne? Jetzt kommt wieder richtig ein Eimer Müll. Wir gehen jetzt angeln. Moment, halt. Wir müssen da hin. Hast du das jetzt mitgenommen? Ja. Den Sauerstofftank. Genau, den hast du mitgenommen. Wunderbar. Habe ich gerade schon Punkte für gekriegt, ne? So. Ja, ihr seid gleich dran. Macht hier nicht... Alles ruhig hier. Alles, nach Plan und so. So. So, dann das hier. So, wir müssen jetzt sozusagen damit raus. Genau. Macht er das automatisch? Wir werden es einfach sehen. So. Nee, das kann ich natürlich nicht so machen. Nein, das ist Quatsch. Gut, dass das auf Zeit geht. Wo ist der denn jetzt?
Oh, schau, Kumpel, ein Sternstumpel, du darfst dir was wünschen. In Ordnung, Slap, ich wünsche mir, dass da draußen auf den Sternen jemanden finden. Das ist ja lächerlich, Kumpala. Jemand weiß doch, dass da draußen kein inniges Leben gibt. Wie ist das Benzin ausgegangen? Was habe ich falsch gemacht? Oh, ich hasse es. Ich hasse es. Ich hasse es. Oh. Okay. Ja, heute ist die Folge des Hasses. Es lebe der Hass. Also eins kann ich schon mal vorwegnehmen, wir werden heute nicht fertig. Nicht nach so einer Performance. Alter, aber das ist, ich habe das damals gehasst und ich glaube, ich werde das jetzt gleich wieder hassen. So. So. Das machen wir jetzt mal alles fertig. Das kann ja nicht so viel sein, weil so viel Sprit haben wir ja gar nicht. So, auf geht's. Dafür, dass wir gar nicht so viele Tode haben. So. Okay. Halt! Da ist er. Brauche noch ein bisschen. Nein! Ist noch nicht richtig? Kannst du doch gar nicht richtig genau. Da ist der doch. Muss ich jetzt noch ein bisschen näher kommen oder was? Okay. Ich habe Cliffy vergessen. Ja, manchmal ist doch immer was. So. Nochmal. Ist schon wieder am Highlight-Clip-Fieber. Das ist Hass.
Das ist unsere Fähre. Da müssen wir auch noch hin übrigens, ne? So. Ja. Und wieder tot. Zwölf Tode. So. Alter. Ist das ein Mist? So. Irgendwas machen wir falsch. So. Da ist er. Aha. So, jetzt müssen wir nur noch... Jetzt müsste ich ihn noch kriegen. Hä? Wie nicht hier? Speichern kann ich. So, jetzt aber. Alter, willst du jetzt mal greifen? Alter, ich flipp aus! Meine Güte, was soll denn der Scheiß? Das hilft auch nicht weiter. Wieso nicht? Was soll denn der Scheiß? Meine Fresse! So, jetzt schnappen wir. Ich meine, zentraler geht doch nicht. Er ist doch jetzt genau auf Punkt, oder nicht? Cliffy sieht aus wie der Michelin-Mann, wie er so im Weltraum umschwebt. Ja, Freunde für Werbung, ich merke das schon. Ja, aber warum kann ich den denn jetzt nicht greifen? Ich meine, das ist doch alles total richtig. Den kann ich doch gar nicht mehr näher holen. Ich meine, mehr geht doch nicht. Alles andere ist doch Schwachsinn. Da war was. Da stand was. Da stand irgendwas gerade. Boah, ist das ein Käse. Da war irgendwas. Da stand irgendwas. Boah, Alter. Dann stoppt er wieder nicht. Mein Gott, ist das ein Schrott. Ziel in Reichweite. Ja, das sollte doch jetzt wohl richtig sein.
So, Cliffy ist erfolgreich angefangen worden. Jetzt musst du noch zur Heureka zurück, wenn du sie finden kannst. So. Na, das ist der grüne Punkt. Ist jetzt nicht so schwierig. Da ist er. Was für ein Flieger hast du? Bist sicher zur Heureka zurückgekehrt. Ich bin so geil. Ich bin so geil. Ich bin so geil. Völlig egal. Ich bin ja geilste. Alter. Alles in Ordnung, Cliffy? Ich brauche nur eine Minute, um mich auszuruhen. Um nach Luft zu schnappen, Sir. Danke dafür, dass Sie mir mal wieder aus der Patsche geholfen haben, Captain. Ich bin Ihnen jetzt zwei schuldig. Vergiss es, Chef. Okay, werde ich tun. Aber Sie müssen uns von hier wegschaffen, Sir. Ich weiß nicht, wie lange die Heureka die Prügel, die sie einstecken muss, noch aushalten kann. So. So, haben wir. So, ich glaube, jetzt müssen wir nur noch. Also, ich weiß, zu Goliath müssen wir natürlich noch, klar. Oh. Boah. Alter, ich werd so alt. Ich bin gespannt. Ich kann mich an Space Quest 6, ich sag das ja gerne, noch weniger erinnern als an Space Quest 5. Snake, ein wunderschön. Ah, wir haben's. Wir haben's. Das hilft auch nicht weiter. Muss doch bestimmt wieder dahin. Wahrscheinlich muss ich jetzt. Wahrscheinlich macht die Goliath noch keinen Sinn. Ich muss wahrscheinlich mich jetzt um Genetics kümmern, höchstwahrscheinlich. Oh. So. Ich möchte hier weg. So. Das hatten wir ja gesehen. Und weg. Wir kommen wieder. Quark. Mir fehlt übrigens noch ein Gag. Ich befürchte, dann kommt er jetzt. Jetzt könnt ihr gleich wieder lachen. Oder auch nicht. So, Bestimmungsort, wunderbar. So, ist auch gut, wenn man den Witz zum 40. Mal hört. So, da sind wir. Boah. Habe ich noch gesagt, irgendwie, dass das ein ganz einfacher, easy Teil ist? Hab ich Ahnung. Hab ich Ahnung. Ich alter Retro-Horn-Ochsen-Heini. Boah. So, mal gucken. Wenn das der Gag ist, dann weiß ich, was jetzt kommt. Dann kann ich euch sagen, das macht jetzt... Jetzt kommt auch wieder so ein Eimer Spaß. Ja, genau. Der Teleporter hat nämlich eine Macke.
Sieht so aus, als ob bei einem Transport ein verrückter Patzer passiert ist. Rogi, besorgt dir schnell einen Fotoapparat. Die Galaktische Blitzzeitung wird dir 10 Backesolz für die Veröffentlichung dieses Fotos bezahlen. Ja, wir sind eine Fliege. Ja, ich wusste es. Herzlich willkommen. Falls einer die Referenz nicht, das ist die Fliege. So. Achso, kann ich ja nicht mehr. Stimmt, ich kann ja nur fliegen. War das hier irgendwo? Okay, das wollte ich nicht. Tod Nummer 13. Also in dieser Folge. So, Moment. Ach, das war der Gag. Ja, alles richtig gemacht. Hallo? So, das war richtig. So. So, alles klar. Das nicht geklappt. Ach, das ist. Oh. Doch, klappt. Denn wieder? War das richtig? Okay. Okay, ist das alles richtig, was ich hier tue?
ich denn hier? Ich habe so ein Gefühl, das geht gar nicht, oder? Okay. Toll, ich kann mich voll orientieren. Ah, hier vielleicht? Okay. Notabschuss-Countdown aktiviert. Genetics, wir spielen Gott so, dass sie es nicht tun müssen. Logbuch. Station OU 812 aktiviert. Benutzer 453 an Hauptcomputer. In Station OO 812 abgeschlossen. Sternhuhn 3, Hühnerstall des Verderbens aktiviert. Sternhuhn 3, Hühnerstall des Verderbens beendet. Benutzer 453 von Hauptcomputer in Station OO 800 abgemeldet. Autoalarm Sicherheitsstufe 3 aktiviert. COM-Verbindungen haben versagt. Alarm Sicherheitsstufe 3 abgestellt. Autorisation bestätigt. Alarmprioritäten Sicherheitsstufe 1 Alpha. Alarm Eindringlinge. Feuerentstehungssystem aktiviert Fährendock 1. Versagen der Struktur Integrität Kuppel 1 dekomprimiert. Dekomprimiert so rum. Hauptcomputer nicht angeschlossen. Notnotizverbindung aktiviert. Notcomputersysteme aktiviert. Systemenergieversorgung hat versagt. Notenergieversorgung aktiviert. Ja, komm. Notevakuierungsstation veranlassen. Autorisation 159 bestätigt. Notversenkungsprogramm aktiviert Kuppel 1. Zerstörungsfeldsafe erreicht Kuppel 1. Notversorgungsprogramm aktiviert Kuppel 2. Versenkungsprozess abgeschlossen. Kuppel 1 abgeschlossen und detoniert. Zerstörungsfeldsafe erreicht Kuppel 2. Versenkungsprogramm aktiviert Kuppel 3. Es hört sich total super an. Versenkung abgeschlossen, Kuppel 2 abgeschlossen und detoniert, Kuppel 3 Versenkungsprozess unterbrochen, Autorisation 999 bestätigt, Energieversorgung stabilisiert, Notsysteme ausgeschaltet, Kuppel 3 Versenkungscountdown lokal aktiviert, Versenkungsfehlsafe erreicht, Kuppel 3 abgeriegelt, Kuppel 3 abgeschlossen, System gestoppt. Okay. Nein, da wollte ich nicht hin. Muss sich schon ein bisschen anstrengen, Roger. Muss mehr Fly sein, ne? Pretty Fly for a Janitor Guy. Ja, Offspring lässt grüßen. Inventar der Genetics-Projekte, Ursuppe. Studie über die Durchführbarkeit metabakterieller Transformation für Zwecke der Land- und Koloniegewinnung. Projektziel. Überlebensfähige und äußerst anpassungsfähige Metabakterien herzustellen, die die Produktion von Land auf Planeten, die momentan nicht bewohnbar sind, unterstützen sollen.
Beschreibung. Die Metabakterien werden als eine Basis für eine künstliche Nahrungskette auf dem ausgewählten Planeten dienen, indem sie komplexe Proteine als natürliches Nebenprodukt ihres Stoffwechsels synthetisieren. Oder, in der Sprache des Laien, sie werden Gift essen und gleichzeitig Wasser, Sauerstoff und Kohlendioxid abgeben und eine nährstoffreiche organische Basis schaffen, von der sich andere eingeführte Organismen ernähren können. Mit anderen Worten, die Metabakterien werden eine lebende Ursuppe produzieren. Zusammenfassung des Experiments. Nach 3-monatigen Vorversuchen erscheint die Bakterienart Rusticus laborat am vielversprechendsten zu sein. Die Vitalität der Art ist beeindruckend und ihre erstaunliche Fortpflanzungsrate macht sie zu einem idealen Kandidaten für unser Vorhaben. Experimentelle Versuche werden Rusticus laborat schwerer Bestrahlung aussetzen, um aus ihrer Widerstands- und Anpassungsfähigkeit zu versichern. Wir werden eine Petrischale mit der Bakterie für ein paar Studien hinter einem Computer stellen, um sie Bestrahlung auszusetzen, die der auf den unbewohnten Planeten der Klasse D ähnelt. Star Trek Lore? Planet Klasse D? Ja, war irgendwas, ne? Später werden wir diesen Prozess wiederholen, jedoch ungefährliche Bestrahlung wie zum Beispiel Gammastrahlen benutzen. Wissenschaftliches Logbuch Sterndatum 323422. Die ersten Resultate mit Rusticus laborat sind ermutigend. Sie entwickeln sich im Strahlenumfeld prächtig, solange nur eine ausreichende Nahrungsquelle vorhanden ist. Wir sind nahe dran, die erste wirkliche Metabakterie zu produzieren. Alle der Proben weisen nach aufeinanderfolgenden Versuchen unerwünschte Genome auf. Wir werden Schritte unternehmen, um die rezessiven Gene auszulesen und den Rest der Kultur nicht zu gefährden. Wissenschaftliches Logbuch Sterndatum 323712. Ich glaube, wir haben alle verbleibenden unerwünschten latenten genetischen Merkmale in der Rusticus laborat entdeckt und beseitigt. Der nächste Schritt ist es, lebende Mäuse in einer Umwelt, die durch Rusticus vorbereitet wurde, einzuführen. Wissenschaftliches Logbuch Sterndatum 324319. Verschiedene Versuchsobjekte weisen tetratogene Nebeneffekte auf, ein Resultat ihrer Behandlung mit der Ursuppe. Die Mäuse haben sich in schleimige, übelriechende, unberechenbare Meta-Nagetiere verwandelt. Es sieht so aus, als ob Rusticus die DNS der Mäuse ähnlich wie ein Virus infiziert hat. So etwas ist noch nie vorgekommen. Weitere Studien werden folgen. Wissenschaftliches Logbuch Sterndatum 325206. Das Experiment entwickelt sich nicht besonders gut. An manchen Versuchsobjekten sind Mutationen aufgetaucht. Die Morphologie der Kreaturen hat nichts mit Nagetieren zu tun, sondern sie gleichen sich bewegenden Haufen von Schleim mit Zähnen. Das Einzige, was einen Einfluss auf eine infizierte Art zu haben sein, vom Töten abgesehen, ist die Anwendung extremer Kälte. Bei Temperaturen unter minus 200 Grad Celsius verlangsamen sich die Mutationen dramatisch. Was haben wir falsch gemacht? Wissenschaftliches Logbuch Sterndatum 326311. Eine der Metamäuse hat heute einen unserer Techniker gebissen und infiziert. Wir versetzten ihn in Kryotiefschlaf, um das Fortschreiten der Krankheit zu verlangsamen. Ich fürchte, dass er ohne Heilmittel keine Überlebenschance hat. Das Experiment ist fehlgeschlagen und soll abgebrochen werden. Was soll ich jetzt nur tun? Ich habe ein einziges Warenlager voll mit dieser Flüssigkeit. Haha, wer auch immer du bist. Buchführung ist bestimmt super. Bestechung ist geil. 120 Gig SCI-Laufwerke. 2955. Klassifikation FE, also Forschung und Entwicklung. 98666. 2994 für die Forschung. Amigo 900. 3185 für die Entwicklung. Sternhuhn 3. 1560 für die Forschung. BLONS-Karte 1902 für die Forschung. BSD Bravo 48633. Völlig Nostalgie. 2983 für Forschung und Entwicklung. Der, nochmal so ein Ding für, ist wahrscheinlich falsche Übersetzung, ist wahrscheinlich statt Development sollte das wahrscheinlich auch E sein, ne? Sonst ist es R und D und sonst F und E ist es in Deutsch. Haben sie vergessen, das D in E zu wandeln. Okay. 3294. Dandy 2500 Sachs. Und der Sachs richtig. 2447,90 an Möbel. Externes 900.000 BD Modem. 888,75 für die Forschung.
AHP Ramjet Bildabtaster 827-42 für die Forschung. J50 Tastaturkontrolle 1257 für die Forschung. Rames D. Kirk. Wie crazy. 50.000 als Bestechung. Und es geht weiter. Rames T. Kirk, 50.000 als Bestechung. Rames T. Kirk, 75.000 als Bestechung. Hannah Alt, / Kasten, 30, Testung. Ist wahrscheinlich die, die das übersetzt hat. Lesabeth 3. 1.490 Verschiedenes. Flüssiger Stickstoff, 110 für Forschung und Entwicklung. Madame Zorba, 300 Beratung. Wahrscheinlich Anspielung auf Astro... Ja. Max LC, 5.058 Forschung. Mitsuzuki... Monitor 745 für die Forschung. Ninjitsu 520 GB SCI 1361 Forschung. Dritte Szene 49,95 persönlich für Herrn HH. Falscher Kamerarekorder 8453,50. Schreibtischtischlampen 2800 für Anreize. Radial-Video-Adapter 599 für die Forschung. Radial-Video-Schnittstelle 669,67 für die Forschung. Raptor 213 MB. IDE-Laufwerke 575 Forschung. Ich weiß, ich könnte damit bei QVC direkt anfangen. Rekorder, Tonband 650 persönlich. Kühlschrank 817 Forschung. Für die Entwicklung. Genau, ich mach mal ein bisschen so den Fischmarkt-Kandal. Spindel Netport Base Set 527,50 Forschung. 64er Tafel mit Zielen 2460 für die Forschung. Tafel mit Angriffszielen 1995 für die Forschung. Womtec Bildabtaster 9270 Forschung. Röntgenmaschine 4030 Forschung. Z80 Tastaturkontrolle 1650 Forschung. Konturensessel 9010 Ersatzteile. So. So, nur noch Systeme. Schematisch. Was? Ich verstehe das nicht. So, was ist das? Öko-Kuppel 1, Datenverbindung nicht funktionsfähig. Auch genau das gleiche, ist die zweite, ist die dritte. Öko-Kuppel 3, funktionsfähig. Notenergieversorgung, Notcomputersysteme aktiviert. Okay, das können wir doch bestimmt machen. Ist da noch was in der Mitte? So. Ah, das ist unser Körper, ne? So. Okay. Cliffy. Alte Nase. Es wird höchste Zeit, dass Cliffy endlich diesen verdammten Transporter repariert. Okay. Okay, jetzt einfach zu... Mach Fliege! Geil. So. Ach, mach Fliege. Das heißt tatsächlich so. Hier wieder raus. Hm.
Wie gut, dass man sich hier so wahnsinnig orientieren kann. Da siehst du echt nichts, ne? Wenn er jedenfalls was anzeigen würde. Ah. Ach, muss ich mir irgendwas hier merken oder was? Speichern mal. Ich verstehe das Rätsel nicht, aber ich mach mal, weil dann können wir nämlich notfalls, falls wir jetzt Mist bauen, da noch mal zurück. Ich weiß nicht, muss ich da irgendwie, ich muss wahrscheinlich wissen, wie die geöffnet werden. Ach du Scheiße! Ja, ich hasse dieses Spiel. Ich hasse dieses Spiel. Ich wusste es. Hier muss noch irgendwas passieren. Aber was denn? Ah, weil sonst zerquetscht der einen nämlich. Oh, ich hasse es. Ich hasse es. Oh. Boah, meine Fresse. Macht, treibt mich das Spiel in Wahnsinn. Alter Schwede, ey. Ich guck mal wieder in die Lösung. Weil ich weiß, dass man das irgendwie aktivieren musste. Weil du wirst nämlich sonst getötet. Das ist mir nämlich damals auch passiert. Deswegen erinnere ich mich an diese schöne Stelle. Aber es sieht gut aus. Aber es sieht gut aus. Ja, wir kriegen das heute nicht fertig. Das weiß ich jetzt schon. Aber der Vorteil ist, beim nächsten Mal sind wir fertig. Weil ich kann euch sagen, in der echten Lösung, wo ich gerade bin, sind, glaube ich, gerade mal noch mit Abspann 40 Minuten. So, der kommt jetzt gerade zum Planeten an. So. Jetzt hat er gerade den Fehler. Genau, jetzt geht der Körper gerade weg. Ich will wissen, was der da macht. Alter, wenn das jetzt der Trick ist. Oh, das haben wir doch gerade gemacht. Kann jemand da oben mir erklären, wie der Kapitän eines Raumschiffes... Igitt, Sie sehen ja scheiße aus. Danke für deine Ermutigung, Flo. Sagen Sie Cliffy, er soll hier zurückkommen und sofort. Ich werde Ihnen meine mutmaßliche Lage mitteilen, Sir. Der Transporter funktioniert allerdings mal wieder nicht. Richtig. Wirklich? Das wäre mir nie aufgefallen.
Kapitän, die Sensoren haben westlich von ihrer Position einen großen unterirdischen Bau entdeckt. Warum sehen Sie sich mal an, während wir versuchen, das Problem mit dem Transporter zu lösen? Gute Idee, Flo. Aber sagen Sie Cliffy bitte, dass er so schnell wie möglich herkommen soll. Wilco, Ende. Das war's. Alter. Alter, ist das eine Scheiße. Nein, geh weiter. Boah. Ich bin gerade auch da reingekommen. Alter. Machst du mich heute wahnsinnig? Boah. Alter Schwede, das ist... Ich bewundere manchmal selber meine Geduld. Wieso geht denn das jetzt wieder nicht weiter? Weil wir jetzt zu gut waren? Ach, weil wir uns das jetzt erst angucken müssen. I hate my life. So, ich schreibe das jetzt hier auch mit. Ist ja jetzt nicht so schwierig. Das sind ja nur 3 Reihen. Damit wir das auch nicht nochmal machen müssen. Also, da passiert nichts. Da passiert was. Wunderbar. Da ist nichts. Hörst du mal? So. Der ist nicht. Der ist auch. So, und in der letzten. Na komm. Das ist der. So. Sind ja nur 4 Schlösser. Oh, so. So, das geht ja jetzt schnell. Durchgeguckt. Ich mach das sicherheitshalber nochmal. Ich will das nicht nochmal machen. Ich mach das jetzt mal auf die schnelle Art.
werde auch gleich wieder unterhaltsamer. So, also gut, so unterhaltsam ich sowieso nicht bin, aber ihr versteht das schon. So. So, das geht schnell. So. So, jetzt nochmal in die Buchführung. Genau, und dann gucken wir uns gleich nochmal die Systeme an. Was denn? Was wollte der Herr Rettungsrat gerade sagen? Ah. Also das Schöne ist natürlich irgendwann, also wahrscheinlich spätestens nächstes Jahr, haben wir auf jeden Fall... So, hat er. So. Ich werde schon dafür sorgen, dass er die Geschichte nicht so schnell vergisst. So, haben wir. Und mach eine Fliege. Boah. Auch wieder gucken. So. Speichern. Speichern. Die. Fly. So, mal gucken. Lässt er mich leben? Ich hoffe ja. Cliffy, ist ja nur eine Ahnung, aber ich glaube, im Transporter stimmt etwas nicht. Können Sie das Problem näher beschreiben, Sir? Schau mich nur an, ich bin eine Mücke. Aus der man keinen Elefant machen sollte und so. Das ist ja wohl nichts Neues. Was ist denn mit Ihnen, Rest mit Ihnen passiert? Ich glaube, ich meine, er ist in den Müllcontainer da hinten gekrochen. Okay. Ich bin sicher, dass ich sie wieder hinkriegen werde. Wo ist denn die Mülltonne? Ich glaube, sie befindet sich hinter den großen Felsbrücken. Zeigen Sie mir den Weg, Kapitän. Entschuldigen Sie mich bitte, Kapitän. Ich werde die Umgebung absuchen und absichern. Oh. Das heißt, ich muss jetzt da wieder rein, oder was? Oder dahin? Nee. Da ist der, glaube ich, hingegangen, ne? Ja, okay, alles klar, haben wir. Das habe ich aus der Kamera gesehen, ja doch. Hier ist der Körperkapitän. Manche Leute würden sagen, dass sie noch nie besser ausgesehen haben. Wenn ich den Witz machen darf, Captain. Damit werde ich sie wieder hinkriegen, Captain. Ich muss dafür am Transporter die Phasenpolung des Gitters Schnittstelle umkehren. Sie müssen sich auf den guten alten Dunghaufen hier legen, damit ich sie beide zerlegen kann. Das kriegen wir hin. Hier kommt erstmal Energie.
Mann, Captain, ich bin froh, dass Sie wieder in der Reihe sind. Sie haben wirklich angefangen, mit dem Gesumme mir auf die Nerven zu gehen. Der hat Probleme. Das finde ich gar nicht komisch, Chef. Tut mir leid, Sir. Wie fühlen Sie sich? Summ, summ, summ. Mal abgesehen von dem starken Bedürfnis, auf diesen Dunghaufen zu springen und mich darin herumzuhören, fühle ich mich ganz normal. Eine ganz schöne Anlage, die Genetics-Jungs hier haben. Du hast nicht einmal die Hälfte gesehen. Ich bin durch dieses Verschlüsselungsmechanismus geflogen und habe ein riesiges unterirdisches Laboratorium entdeckt. Als Fliege konnte ich da unten allerdings nicht viel unternehmen. Wie dem auch sei, da unten wimmelt es nur vom hochtechnischen Zeug und verschiedensartigen vorgeschrittenen Technologien. Du erkennst leider zu spät, dass die Worte fortgeschrittene Technologien bei Cliffy die gleiche Reaktion hervorrufen, wie wenn man einem Dobermann ein Foto von hilflosen Frauen und Kindern zeigen würde. Ein gieriger Blick wird plötzlich in seinen Augen sichtbar. Oh, wirklich? Warum schauen wir uns das Schloss nicht mal genauer an, Captain? Man weiß ja nie, vielleicht finden wir etwas, womit wir den Kotzoiden-Viecher bekämpfen können, falls wir die Tür aufkriegen. Ich treffe sie dort. Okay. Okay. Die Grenzen sind abgesichert, Kapitän. Hier ist Ihr Kommunikationsgerät, Kapitän. Ich habe es gefunden, als ich die Gegend hier abgesuchte. Danke, 47KO11. Ich glaube, ich kann im Moment auf dem Schiff von größerem Nutzen sein. Transportiere mich bitte an Bord, Cliffy. Und tschüss. So. Okay, ich muss das also wahrscheinlich knacken. Ist das jetzt der Gag mit der Karte, den ich euch beim letzten Mal erzählt habe? Nee. Das weiß ich. Ach, so war das. Ach, ja. Ach, du meine Güte. Jetzt muss ich das aus dem Gedächtnis machen? Okay. So. So, das ist das. Nee, das war doof. Kann ich das zurückmachen? Scheiße! Scheiße, das war falsch. Das nützt dir jetzt nichts. Hä? 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 Achso, Exit da. Das war falsch. Nee, ich will kein Puzzle neu setzen. Verliere ich doch bestimmt Punkte. Moment, das geht doch schnell. Das geht doch schnell. Das machen wir doch eben noch.
Das Rätsel will ich eben noch machen in dieser Aufnahme. Weil dann weiß ich nämlich, ob ich das... So, genau. Das geht ja alles schnell. Das ist ja, wir haben ja, ist ja, ich habe ja genug gespeichert. So, wenn ich das Passwort oder das Ding nicht hab, dann mache ich da auch Cut. So, das machen wir alles hin. So, alles Cut ziehen, weil ich bin nämlich der Meinung, ich habe das richtig notiert. So. Boah. So, wir speichern nochmal. So, jetzt lass mir gehen. Warp weg. So. So. Kartenpuncher. So. Mal gucken, ob er das richtig macht. So. Das nützt mir jetzt nichts. Hä? Was soll denn der Scheiß immer? Was nützt mir nicht? Bist du dumm? Was soll das denn mit nützt mir nichts? So. So. Also. Also nützt dir das nichts. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Wieso geht das manchmal und geht nicht? Ist das einfach wieder geile Programmierung? Okay, das ist falsch. Habe ich da irgendwas? Habe ich da irgendwas falsch gesehen? Warte mal. Warte mal. Eine Idee habe ich noch, bevor ich verzweifle. Also, was ja heute zum Abend wunderbar passen würde. Nee, das wollte ich nicht. Ich wollte spielen. Ich wollte spielen. So. Doch, ich möchte schon stanzen. Ich will mal was ausprobieren. Alter, nervt das, wie es nervt, ey. Ich will mal gucken, wenn man das dreht. Vielleicht ist das wieder die Logik. Wir sehen das ja von einer anderen Perspektive. Ich hasse euch. Sieht ganz schön gefährlich aus da unten, Kapitän. Ich melde mich freiwillig zum Wachdienst hier oben. Ja, toll. So. Das haben wir. Will ich aber trotzdem speichern. Alter.
Labor. So, wie gesagt, das machen wir jetzt noch. So. Ist doch alles dasselbe, oder nicht? Haben wir doch alles gesehen. Ja, ist doch alles das Gleiche. Okay. Okay, endlich mal wieder ein Tod. Okay, es war doch nicht alles leer wahrscheinlich. Okay, gut. Egal, das natürlich nicht machen. Komm doch erstmal näher. Ah, macht der mich wahnsinnig. Okay, das ist bestimmt eine gute Idee. Nicht hier. Die nützt mir nichts. Jetzt kann ich doch rein. Okay. Was haben Sie herausgefunden, Kapitän? Ich habe herausgefunden, dass die Kotsuiren einen Schwachpunkt haben. Sie können Kälte nicht vertragen. Extreme Kälte kann die molekulare Aktivität der Ursuppe, die die Mutationen verursacht, für eine gewisse Zeit zum Stillstand bringen. Kann sie den Prozess auch rückgängig machen? Ich fürchte nicht, aber es ist immerhin besser als gar nichts. Haben Sie sonst noch was entdeckt? Ich habe zwei Tanks mit flüssigem Stickstoff gefunden. Großartig, her damit. Vielleicht kann ich da was zusammenpassen, was wir in die kotzoiden Viecher einsetzen können. Das hoffe ich doch sehr, Cliffy. Nun, Captain, ich glaube, wir haben alles erledigt, was wir hier momentan zu tun gibt. Lassen Sie uns aufs Schiff zurückgehen. Oh. Das war's, ne? Ich werde uns jetzt nach oben transportieren, Captain. Oh, kann ich speichern? Es muss doch einen Weg geben, um Beatrice zu helfen, Cliffy.
So auf Anhieb fällt mir keiner ein, Sir. Wo regt sich ihr kleines Biest denn so auf? Ich glaube, er versucht uns was zu sagen. Was gibt's denn, Kleiner? Er springt auf die Kryokammer. Ist es das, was du uns sagen willst, Spike? Wir sollen auf die Kryokammer springen? Ja, bestimmt. Bestimmt, Wilco. Das bezweifle ich stark, Sir. Jetzt springt er auf den Transporter. Was glauben Sie, versucht uns das Viech nur zu sagen, Captain? Okay. Dass wir erst die Kryokammer und dann auf den Transporter springen, sind bestimmt. Dass jemand in den Brunnen gefallen ist, bestimmt. Dass das Sägeberg brennt, ja genau. Wir sollten den manuellen Control Bypass aktivieren, um die Phasenpolung des Gitters der Schnittstelle rückgängig zu machen. Danach sollten wir den Transporter benutzen, um die Beatrice-DNA-Moleküle wieder zu integrieren. Ja, natürlich sagt er uns das. Man weiß ja nie, vielleicht funktioniert's ja. Guter Hund, Spike. Oder Spikey. Bereiten Sie alles für die Botschafterin vor, Sir. Ich kümmere mich um den Transporter. Natürlich tut er das. Natürlich. Okay. So. Komm, das machen wir noch einmal. So, also. Dann wollen wir mal. Dann machen wir sie jetzt wach. Auftauen. Okay, die ist definitiv gezeichnet. Na komm. So soll es geschehen, Cliffy. Okay, Captain. Nur noch eine Minute. Ich muss ein paar wichtige Ringfüge, wichtige kleine Großeinstellungen am Transporter durchführen. Of course. Oh, Bea. Ich hab schon gedacht, Sie wären im Eimer. Romantik. Das habe ich auch geglaubt. Mir ist so komisch zumute, ich muss mir etwas ausruhen. Kein Problem, ich werde Sie wieder behaglich in die Kryokammer einpacken. Dort können Sie sich erholen. Okay, ich habe jedoch vorher eine Frage. Wo habe ich diese Tätowierung her? Hä? Was für eine Tätowierung? Huch, entschuldigen Sie bitte, Roger. Kiki-Kaka-Humor? Of course. So, muss ich die jetzt noch wieder einfrieren? Soll ich die wieder einfrieren?
probieren das nochmal, komm. Kio. Test. Mehr als... Achso. Achso, okay. Ich brauche nichts tun. Alles klar. Okay. Dann zurück zur Brücke, oder was? Captain auf Brücke! Nix. Okay. Dann würde ich sagen, nennen wir es ganz kreativ Ende für heute. So. Alter Schwede. Alter Schwede, war das ein harter Kampf. Boah. Alter. Meine Güte. Ja, das war jetzt mal eben kurz schon wieder 2 Stunden 22. Und ich kann euch aber versprechen, das Schöne ist, es gibt jetzt eigentlich nur noch den richtigen Endkampf. Der dürfte aber trotzdem nochmal irgendwie eine Stunde oder so werden. Ja, Ende von Folge 2. Respekt, dass ihr durchgehalten habt. Respekt. So, ich mache mal Folgendes, damit wir das auch drin haben. Also, ich danke dem Kiran, ich danke dem Snake, ich danke dem Haratorim Lord, ich danke dem Lycra Love, ich danke dem Syski und die den ZF Pro natürlich auch und die ich sehe, die noch wesentlich mehr im Chat waren. Boah, einmal werden wir noch wach. Einmal werden wir noch wach. Ich könnte ja mal was gucken. Komm, ich mache mal einen Spoiler für euch. Ich mache mal was Folgendes. Auf Sierra Chest kann man immer gucken, was man für Score haben muss. Ja, wir sind auf 100% Kurs. Alter Schwede. No kidding. Wir sind bis jetzt bei 100%. Also wenn wir den Endkampf auch noch alles perfekt hinkriegen, haben wir diesen, die Qual von Space Quest, die mittlerweile bei wirklich fast schon, ich glaube, wir sind an der 5-Stunden-Grenze, ne? Das kann keiner erzählen, ey. Alter Schwede. Meine Güte. Oh, ich bin euer Mr. Venom 1974 und beende jetzt die Aufnahme. Meine Güte. War das hart. Und tödlich. Und nervig. Und tödlich. Und nervig. Und Hass. Sag ich euch. Hass. Bald geht's weiter. Bald geht's weiter.